Montag ist der Produktions-BIM-Alltag. Werfen wir also einen genaueren Blick. Hier ist der Wirtschaftskalender. Um 7:15 erscheinen Schweizer Einzelhandelsdaten für August. Der Umsatz ist im Juli in den meisten Teilsektoren gesunken. Der Schweizer Produktionseinkaufsmanager-Index für September folgt 15 Minuten später. Seit 3 Monaten nimmt der Index zu und liegt nun auf einem 7-Jahres-Hoch. Der endgültige Produktions-BMI der Eurozone für September ist um 8 Uhr dran. Und der ersten Schätzung nach hat sich der Index erholt, nachdem er im Vormonat einen 3-Monats-Tief erreicht hatte. Der britische Produktions-BMI für September folgt um 8.30 Uhr und August-Daten überraschten positiv dank des raschen Wachstums neuer Aufträge. Die Arbeitslosenquote der Eurozone für August wird um 9 Uhr vorliegen. 2 Monate lang bleibt die Quote unverändert und ist am niedrigsten seit mehr als 8 Jahren. Als nächstes erscheint um 13.30 Uhr der kanadische Produktions-BMI für September. Im August ließ der Index wegen eines schwächeren Inputpreiswachstums nach, aber neue Aufträge, Produktion und Jobs nahmen solide zu. Der genau beobachtete US-ISM-Produktions-BMI für September folgt um 14 Uhr. Im August erreichte der Index ein 3-Jahres-Hoch. US-Bauausgabendaten für August werden in demselben Zeitpunkt erscheinen. Seit 2 Monaten gehen die Ausgaben zurück und erreichten im Juli ein 9-Monats-Tief. Aussie-Dollar-Händler sollten um 3.30 Uhr auf die Freigabe des geldpolitischen Statements der RBA achten. Da keine Zinsänderungen erwartet werden, werden sich Händler auf den Ton der Kommentare konzentrieren. Und japanische Verbrauchervertrauensdaten für September schließen um 5 Uhr. Im August ließ der Index gegenüber den 43,8 Punkten vom Vormonat nach. Ich bin Jessica Walker und dies war der Wirtschaftskalender für Montag, den 2. Oktober. Auf Wiedersehen.